So. Nur noch mal eine zweite Aufnahme, nachdem die erste gerade nicht funktioniert hat. Assetto Corsa mit der Oculus Rift. So. Achso. Und starten. Das ist ein Ferrari 488 GT3. Da, schön zu sehen. Auf Mugello. In Italien. Das sieht ein Stück in 3D aus. Also in Rundumsicht. Und so sieht das aus, wenn wir uns hier, wenn ich mich hier ein bisschen umgucke. Hallo. Dann fahren wir mal eine Runde. Das wird nicht ewig lang werden. Das ist mal eine Testaufnahme, um zu gucken, wie gut das so funktioniert. Wie gesagt, das ist der zweite Versuch. Der erste Versuch. Beim ersten Versuch bin ich auf Paul Ricard in Frankreich gefahren. Das hat nicht gut geklappt. Darum jetzt hier Mugello. Die Strecke kenne ich besser. Und beim ersten Versuch hat OBS nicht aufgenommen. Das war das Hauptproblem. So viel zu das hier versuchen. Aber ich habe auch das Layout von der Strecke gerade nicht im Kopf, also von daher kann das auch nicht allzu viel werden. Ich fahre mit Ideallinie, aber eben weil ich das Layout der Strecke noch nicht kenne. Also nicht im Kopf habe und Automatik, damit ich mich aufs Fahren konzentrieren kann. Zudem werden in ein paar Jahren sowieso die ganzen Elektroautos auch Automatikautos sein, also keine Schaltung mehr haben. Und da klingelt mein Handy. Bestes Timing. Nicht. Das war mein Wecker, der mich daran erinnert, dass jetzt Mitternacht ist. Damit es bei mir in der Woche nicht ewig spät wird und damit ich nicht das Zeitgefühl verliere. So, damit ist die erste grausame Runde rum. Das waren 2 Minuten 17. Ich fahre hier mit Ghost Car. Da ist es. Ich bin jemals auf die Idee gekommen, meinen Test auch nochmal von Assetto Corsa zu machen, weil ich gerade einen Stream von Dookie aus der Abgefahren-Community gesehen habe. Und da dachte ich mir auch, das versuchst du auch mal.
Schöne Grüße dir hiermit. Simracing finde ich nämlich auch super interessant. Viel lieber als der Kart Racing mag ich Simracing. Ich bin sowieso so ein Simulator. Verrückter. Ich spiele Flugsimulation. Und Racing. Habe auch mal im Bereich Simulator. Simulatoren gearbeitet, von daher ist das auch begründet. Oh, komm. Und besser. Ich fahre sowieso super gerne Auto. Und die gleiche Stelle, meine Fresse. Also das Pferdchen und ich sind uns nicht ganz einig, wo wir lang wollen. Das bräuchte noch ein paar Runden Übung.
Immerhin ist das schon besser geworden. Nur sie gelungen. Zwei Minuten neun. Was ist jetzt los? Was war das für ein verkackter Lag? Es hat die ganze letzte Runde schon ein bisschen rumgezickt. Oh Mann! Ja, leck mich doch.